Etwas Angst hat Kunyadoy immer. Die klebrige Masse, die er von den Mondkapseln abkratzt, ist rohes Opium. Der Anbau illegal. Als Opiumbauer kann ich mich nie entspannen, selbst nachts nicht. Mein Körper mag vielleicht schlafen, aber mein Geist kommt nie zur Ruhe. Ich mache mir immer Sorgen. Denn jederzeit könnte die Polizei kommen und diese Felder zerstören. Aber die Bauern hier haben keine andere Wahl. Früher hat es sich noch rentiert, Mangos oder Avocados anzubauen. Aber die Transportkosten sind immer weiter gestiegen. Inzwischen lässt sich damit kein Geld mehr verdienen. Kunyadoys ganzes Dorf lebt vom Opium. Es sind wahrlich keine Reichtümer, die sie besitzen. Aber immerhin. Blechdächer auf den Häusern können sie sich leisten. Und sogar die ein oder andere Satellitenschüssel. Die wahren Vorzüge aber sieht man nicht. Durch die Einnahmen aus dem Opiumanbau können diese Kinder zur Schule gehen. Können sich die Alten und Kranken den Transport zum nächsten Krankenhaus leisten. Und auch wenn Polizei und Armee am Drogengeschäft mitverdienen, die Unsicherheit bleibt immer. Erst im vergangenen Jahr kam die Polizei in Kunyadoys Dorf und vernichtete die Ernte. Alle Familien im Dorf verloren ihr Einkommen. Wir hatten nicht genug Geld, um die Ausgaben des ganzen Jahres zu bestreiten. Also mussten wir uns Geld von den Opiumhändlern leihen. Manche haben Feuerholz gesammelt oder Süßkartoffeln verkauft. Andere versuchten ihr Glück als Tagelöhner in der Stadt oder gingen gleich nach Thailand. Eigentlich ist dieses Land reich an Bodenschätzen. Gold, Edelsteine, Kohle. Auch deswegen kämpfen die vielen verschiedenen ethnischen Minderheiten hier seit Jahrzehnten mit Waffengewalt für mehr Unabhängigkeit von der Zentralregierung. Friedensverhandlungen stecken seit Jahren fest. Die vielbesungene Öffnung Myanmars in dieser Region im Osten des Landes kommt sie nur langsam an. Viele sehen für sich und ihre Familien hier deswegen keine Zukunft. Rund 600 Kilometer entfernt die Grenzstadt Tachi Lake. Das Schmuggeldrehkreuz des berüchtigten goldenen Dreiecks zwischen Myanmar, Thailand und Laos. Viele, die vom Osten Myanmars nach Thailand wollen, passieren diesen Grenzübergang. Legal oder illegal. An diesem Checkpoint, einige Kilometer vor der Grenze, sollen illegale Migranten und Schleuser gestoppt werden. Die Beamten der Sondereinheit zur Bekämpfung von Menschenschmuggel kontrollieren jedes verdächtige Fahrzeug. Eigentlich dürfen Myanmarer legal in Thailand arbeiten, aber die Prozedur ist vielen zu aufwendig. Diese Gruppe nehmen die Fahnder besonders unter die Lupe. Eine der Frauen ist unter 25, zu jung, um nach Thailand zu reisen. Oft werden gerade junge Frauen Opfer von Schlepperbanden, die Nachschub organisieren, auch für Thailands Sexindustrie. Diese Woche haben wir schon 8 oder 9 Schlepper verhaftet. Solange das Gerichtsverfahren gegen sie läuft, kümmern wir uns hier um die Opfer. Danach helfen wir ihnen, wenn sie nach Hause zurückkehren wollen. Die meisten versuchen aber auf eigene Faust oder mit Hilfe von Familienmitgliedern über die Grenze zu kommen. Die, die es geschafft haben, landen oft in Siedlungen wie dieser, am Rande der Stadt Chiang Mai im Norden Thailands. Es ist Feierabend. Alle, die hier leben, gehören zur ethnischen Minderheit der Shan. Die meisten verdienen weniger als den gesetzlichen Mindestlohn von umgerechnet gut 8 Euro am Tag. Aber es ist immer noch besser als in ihrer Heimat. Auch wenn wir in so einem Camp hier leben, sagt Jai Leng, Buddha verehren wir trotzdem mit diesem kleinen Altar, so wie zu Hause. Auch Jai Leng kommt aus Myanmar. Seit 20 Jahren lebt er schon in Thailand mit seiner Familie.
Tief in meinem Herzen bin ich hier nicht glücklich. Das ist nicht meine Heimat. Manchmal frage ich mich, ob ich den Tag noch erleben werde, an dem ich wieder nach Hause gehen kann. Zurück nach Hause, das wollen hier viele. Myanmars Wanderarbeiter kommen nicht an in Thailand. Es ist ein Leben am Rande der Gesellschaft. Gerade wer keine Papiere hat, wird leicht zum Opfer von Ausbeutung. Aber vielen bleibt keine Wahl. Mein Herz sagt mir, es ist nicht richtig, hier zu sein. Aber wenn ich an die Situation in unserem Land denke, dann weiß ich, ich muss bleiben. Wenn sich die Lage dort ändert, dann will ich zurück. Aber es ist noch immer schwer, dort Arbeit zu finden. Deswegen bleibe ich. Viele der Wanderarbeiter hoffen, dass sich durch die politischen Reformen in Myanmar die Lage in ihrer Heimat verbessert. Dass sie zurückkehren können und wenigstens ihre Kinder eines Tages ein richtiges Zuhause haben werden.